Ja, meine Damen und Herren, das war Wendeploff, unser ganz besonderer Heimatfilm heute Abend. Und ja, jetzt kommen wir tatsächlich zum Hauptprogramm. Begrüßen Sie bitte dazu aus Gehlweiler zwei Menschen, die an Making of Heimat natürlich ganz extrem beteiligt waren. Kommt auf die Bühne Herbert Demgen und Helmer Hammann aus Gehlweiler. Bitte einmal dafür den berühmten Lichtapplaus unseres Kinos. Also einmal Lichthupe und Warnblinker. Ihr habt es möglich gemacht, dass Edgar hier seine andere Heimat drehen konnte. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Kommt ins Licht, kommt in die Mitte. Genau, Helmer, vielleicht in die Mitte, würde ich sagen, die Dame. Das gehört sich doch so. Ja, Heribert, du bist Gehlweiler durch und durch. Du hast einen der Drehorte von der anderen Heimat in deinem Besitz, kann man sagen. Ja, ja, in dem kleinen Filmhaus unten an der Brücke hat Edgar Reitz oder wurden alle Innenaufnahmen für die andere Heimat gedreht. Außer der Szene vom Hochzeitszimmer und am Webstuhl. Aber sonst wurden alle Innenaufnahmen unten im kleinen Filmhaus gemacht. Wie alt ist das denn? Von wann? Das ist ein altes Haus aus dem 17. Jahrhundert. Wow. Und das Interessante ist dabei, es ist noch im Originaldrehzustand. Das heißt, jeder kann kommen und kann sich dieses alte, wie die Menschen um 1840 gelebt haben, kann sich das nochmal anschauen. Man weiß im Grunde nie, was ist echt und was ist Kulisse bei dir, ja? Das stimmt. Das ist also ganz was Besonderes. Die meisten, die da reinkommen und sagen, gibt es denn sowas noch, sowas? Ja, wie hat denn das so lange erhalten, dass das jetzt alles so ist, die Wände und sowas? Wenn ich dann sage, das ist 8 Jahre alt, dann Wahnsinn. Glaubt kein Mensch. Menschen fasziniert. Glaubt kein Mensch. Helmer, du bist jemand, die lebt diesen Gedanken von Edgar total. Ich habe bei dir auch schon Führungen mitgemacht durch Gehlweiler, eine Drehorttour. Wie bist du an Edgar gekommen? Wo war dein Anfang quasi? Mein Anfang, das ist schon ganz, ganz lange her. Und zwar hat der Edgar, bevor er die Heimat gedreht hat, die Geschichten aus den Hunsrückdörfern gedreht. Und damals spielten wir mit unserer Theatergruppe gerade Schinderhannes. Und dann hatten wir eine kleine Szene bei uns im Schlierschieder Wald aufgenommen. Haben wir letzte Woche hier gesehen. Ja, richtig, da toll. War ich dabei als Julchen. Und jetzt für die andere Heimat, das war eine ganz andere Rolle, da warst du plötzlich Casterin. Nein, das ging weiter. Ich habe ihn dann nochmal getroffen, Heimat 1, hatte ich eine kleine Rolle. Wow, welche? Ich war ein leichtes Mädchen. Oh. Aber ich war nicht die Luzi. Okay, gut zu wissen. Heimat 2 war ich nicht dran beteiligt und Heimat 3 habe ich schon das komplette Hunsrücker Casting gemacht. Und dann, als das abgedreht war, habe ich mir geschworen, ich mache sowas nie mehr wieder. Und die Jahre gingen ins Land und 10 Jahre später wurde ich dann wieder gefragt fürs Casting für die andere Heimat. Und dann habe ich zum Edgar gesagt, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Und da hat er gemeint, wieso, ich schaff's doch auch. Dann habe ich gedacht, der ist 10 Jahre älter geworden, ich bin 10 Jahre, dann versucht's mal noch. Wahnsinn. Dann habe ich es nochmal versucht, ja. Worauf kommt es denn da an? Es geht ja darum, die Leute müssen Hunsrücker platt können, das ist ganz wichtig. Und bei der anderen Heimat durften sie, glaube ich, nicht zu dick sein, ne? Ja, als erstes war es Hunsrücker Dialekt gefragt, aber das Allerwichtigste war, dünne, ausgehungerte, kleine Menschen im Hunsrück zu suchen. Wegen der Hungersnot. Wegen der Hungersnot. Der Edgar hat zu mir gesagt, die Hungersnot wird nicht laufend ausgesprochen, man muss es den Menschen ansehen. Nur eine kleine Episode aus meiner Castingzeit. Ich habe 2 Tage hier in Simmern im Globus Handelshof an der Theke gesessen. Nein. Und habe mir die Leute betrachtet, die vorbeigegangen sind. Und wenn einer klein und verhungert war, bin ich ihm nachgelaufen und habe gefragt, ob er nicht beim Film mitmachen wollte. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Sensationell. Herbert, wie war das denn? Gehlweiler, der ganze Ort war dann plötzlich in der Kulisse. Das heißt, da durfte keiner mehr mit dem Auto reinfahren. Alles war voller Lehm und Matsch im Jahr 1840 quasi. Ja. So hatte das der Toni Gerg also ganz wunderbar hinbekommen. Die ganze Filmarbeit hat circa 1 Jahr gedauert. 4 Monate war der Aufbau, 4 Monate war der Dreh und es hat wieder 4 Monate gedauert, bis wieder alles so war, wie es praktisch jetzt, wie man es jetzt wieder vorfindet. Ja. Genau. Und 1 Jahr lang, das war natürlich nichts, wo die Menschen direkt so Juhu geschrien haben, ne? Ja, für die Anwohner war es nicht so interessant, sage ich jetzt mal so. Dafür war es aber für die vielen Schaulustige, die gekommen sind, doppelt so interessant. Und da waren zum Beispiel welche, als die Häuser verkleidet waren, die sind gekommen, haben gesagt,
Sowas gibt's doch gar nicht. In Deutschland gibt's noch so alte Häuser. Das hätten wir nicht gedacht, haben dann die Menschen gesagt, in den Kulissen waren. Es lohnt sich total, nach Gehlweiler zu fahren, alleine deswegen, weil an den Häusern, wo gedreht worden ist, sind heute eben Schilder angebracht, wo Fotos drauf sind, wie das Haus während der Dreharbeiten aussah im Vergleich zu, wie sie heute aussehen. Und das Ganze dreisprachig in Deutsch, Englisch und vor allen Dingen Holländisch, weil Holländer sind, glaube ich, die größten Heimatfans. Ja, im Moment sind es noch die Holländer, aber es sind auch sehr viele Brasilianer, die mittlerweile zu uns kommen. Und die haben jetzt angeregt, es muss unbedingt in Portugies auch was dazu geschrieben sein. Sehr, sehr gut. Ja, Helmer, Jan-Dieter Schneider, der Hauptdarsteller. Man denkt ja, den hatte Edgar in Mainz gefunden, in der Theatergruppe, so hatte ich bisher das Wissen. Der war da schon so ein bisschen aktiv, eigentlich Medizinstudent. Aber in Wirklichkeit hast du ihn gefunden, ne? Ja, und zwar hieß es am Anfang für mich, die Hauptrollen sollten eigentlich von Profis besetzt werden. Und wir hatten auch eine ganze Woche Casting in Gehlweiler mit allen jungen Schauspielern aus ganz Deutschland. Aber die Woche war um und es war immer noch keiner, war immer noch kein Jakob besetzt. Und da sagte Edgar Reit zu mir, ich hole jetzt noch einen aus deiner Gruppe, von deinen Leuten. Und ich habe den Jan angerufen, der war in Mainz, und habe gesagt, ich lade dich hier mit zum Casting ein am Sonntag nach Gehlweiler. Und da hat er zu mir gemeint, am Sonntag habe ich überhaupt keine Zeit. Habe ich gesagt, spinnst du? Jetzt gilt's. Jetzt komm aber ganz schnell. Und zwar hat er in einem Musical mitgespielt. Und die hatten immer sonntags Probe. Und Jan Schneider kam sonntags zum Casting und er war abends schon besetzt. Das war natürlich für mich wahnsinnig toll. Der Hauptdarsteller, der Schmied und noch ganz, ganz viele kleine Rollen und dann noch die vielen Komparsen. Der Schmied ist ein gutes Stichwort. Am Samstag bei der Preisverleihung wird Rüdiger Kriese auch hier auf dem Platz sein und eine mobile Schmiede dabei haben, denn er wird unseren Hauptpreis schmieden, den Edgar für den besten modernen Heimatfilm, vor den Augen des Gewinners und des Publikums kommen sie also dann entsprechend früh. Es ist richtig toll, wir machen hier ja unsere Heimatbegegnungen. Eigentlich wollten wir im gesamten Hunsrück spielen, natürlich auch gerne in Gehlweiler sein. Heute Moorbacher Abend, Gehlweiler zu Gast, alles in Simmern. Heimat der Heimat. Ich bin aus Schlierschied. Schlierschied, alles zusammen. Einen großen Applaus bitte für Elmar Hamann und Herbert Demken. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Und vielen Dank für Making of Heimat. Dankeschön. Danke.